Die ist sehr gut. Und Via, die ist nicht für dich, mein Schatz. Sorry. Und bon Appetit. Papa hat seine schon gegessen. Heiß. Hallo Leute, ich bin Ava. Willkommen bei Alles Ava. Ihr wundert euch bestimmt, Ava, wo bist du gerade? Wir sind in Belgien und zwar in Antwerpen. Es ist hier so schön. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich dieses Video nennen werde. Deswegen sage ich jetzt einfach mal all meine Ideen. Ich mache heute ein Follow Me Around. Ein Was kauft eine Siebtklässlerin in Antwerpen? Ein Spend my Christmas money with me. I go shopping with me. Alles. Lass dich einfach überraschen. Also wir machen das heute. Als erstes muss ich jetzt erstmal Schule machen. Und da ich so eine Online-Schule mache, kann ich das auch einfach hier machen. Hier ist mein wunderschönes fancy Setup. Danach muss ich mich unbedingt umziehen, weil so kann ich nicht raus. Meine Schule ist richtig cool. Da kann man sich auch unterwegs zur Klasse dazuschalten. Ich habe übrigens gerade Erdkunde. Bin jetzt fertig mit der Schule, gab heute nur 3 Stunden wegen Zeugnisse. Das bedeutet, dass ich mich jetzt fertig machen werde. Dann geht's los. Gut, wir machen uns jetzt fertig. Übrigens, ich habe auf TikTok schon eine Roomtour gedreht, also wenn ihr die sehen wollt, ich habe das in der Infobox verlinkt. Also geschminkt bin ich schon so leicht, ich mache nur wieder Mascara drauf und das Outfit. Ich habe so ein geiles Outfit schon mir gestern ausgedacht. So, hoffentlich kann er mich jetzt so gut sehen. Ich nehme den Eyelash Curler von Tweezerman, glaube ich, ist es ausgesprochen. Und ich nehme gefühlt 3 Mascaras immer. Fragt nicht warum, die funktionieren einfach mega gut. Und ich weiß, man soll eigentlich nicht die Wimpern curlen, nachdem man schon Mascara drauf hat, aber ich mache es trotzdem, weil es halt gut funktioniert. Und zwar diesen iHeart Extreme von Essence. Ich glaube, das ist irgendwie die Weihnachtsversion. Die habe ich mal im Adventskalender bekommen. So. Und dann der Sky High von Maybelline. Ich habe früher aber den braun genommen, jetzt nehme ich aber wieder den schwarzen. Und den nehme ich nur manchmal, wenn ich es wirklich brauche. Hier, diesen von Benefit. Die Mascara von Benefit sind so underrated. Die sind wirklich alle so geil. Ich glaube, ich habe 3. Ich habe so einen, der Bang heißt, noch so einen magnetischen irgendwie. Und halt diesen. Der ist richtig nice gebogen. So. Dann jetzt ist es noch Lippenstift. Ich nehme jetzt immer den von Charlotte Tilbury. Das ist übrigens dieser von diesem Pillow Talk Set. Der ist eigentlich richtig nice. Normalerweise nehme ich keinen Lippenstift, weil ich den Lippenstift eigentlich irgendwie tacky finde. Ich mag halt keine Sachen, die so flach aussehen, wenn es Sinn macht. Normalerweise nehme ich mal Lipgloss, aber der ist halt so schön. Also ich erkläre euch jetzt mal meine Idee. Das ist eine richtig nice Idee. Ich habe nur Angst, dass ich mir dann den Arsch abfrieren werde. Nein, draußen regnet es gerade so leicht. Vorhin hat es richtig geschüttet. Und ich weiß halt nicht, wie kalt es draußen ist. Wir schauen einfach mal. Wir machen eins auf YOLO. Ich habe gerade YOLO komisch gesagt. Also wir machen eins auf YOLO. Und zwar, ich weiß noch nicht, welches Top ich anziehen werde. Vielleicht lasse ich auch einfach dieses an. Die Sweatpants auf jeden Fall nicht. Und zwar so eine Strumpfhose. Ich habe so einen Denim-Rock von Marshall Rocks. Warte, ich zeige euch den mal. Der ist auch nicht zu kurz. Also glaube ich, geht der. Dann dazu noch ein paar Legwarmers und meine so rote Lederjacke. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch meine Bangs stylen muss. Ich ziehe erstmal mein Outfit an, dann style ich meine Haare. Wir sind jetzt fertig. Mama ist auch dabei. Jawohl. Hi. Wo wollen wir als erstes hin? Ich würde sagen, shoppen. Ja, los geht's. Ja. Und wo willst du hin? Welches Geschäft? Du so gleich, let's go. Also Brandy Melville, Subdued. Ich glaube, es gibt auch ein Urban, dann auf jeden Fall da noch hin. Deine Tochter ist fertig und du? Ich bin fertig. Du siehst sind so unfertig aus. Thank you. Aber so bequem, also nicht unfertig. Du siehst schon fertig aus, aber als ob du da noch bequem abchillst. Mit deinem Buch. Das war gemein, ja. Es tut mir leid, du siehst immer toll aus. Okay, let's go. Let's go. Als erstes sind wir ein bisschen shoppen gegangen. In Antwerpen gibt es ein Brandy Melville, was ich so cool finde. In Deutschland haben ja leider alle zugemacht. Ich habe mich erstmal ein bisschen umgeguckt, dann habe ich ein paar Sachen anprobiert. Alle Sachen waren so schön, bis auf ein Oberteil, das war mir ein bisschen zu lang. Dann sind wir weiter und zwar zum Subdued.
Ich habe euch dann auch mit zur Umkleidekabine genommen und zu Hause zeige ich euch dann ganz genau, was ich alles gekauft habe. Wir waren auf jeden Fall sehr erfolgreich. Einmal so cute, einmal Brandy und jetzt haben wir Hunger und Ian guckt, ob er uns ein schönes Café aufmacht. Genau, meine Haare stimmen. Unsere beiden Haare. Guck mal, ich esse meine, dein Pony weht im Wind, vom Winde verweht. Was? Und hast du das gefunden? Ja. Und guck mal, die Via, die lässt sich hier tragen. Sich immer am wohlsten. Jetzt muss ich nur rumlaufen. Ja, ich hoffe, ich habe irgendwas zu tun. Das Café war so wunderschön. Die hatten auch irgendwie so Blumen an der Decke, das war einfach so cute. Mama hat sich einen pinken Kaffee bestellt und wir haben uns ein paar Cupcakes geteilt. Gut, wir haben gegessen und jetzt geht's erstmal zum Dieselladen. Ich will mir nämlich so einen Gürtel kaufen. Ich habe schon an deinem Gesicht gesehen, dass Ava in die falsche Richtung läuft. Die Straßen hier sind auch so schön. Ich glaube, das kann man gar nicht auf der Videokamera so richtig sehen, aber das Antwerpen ist wunderschön. Dann war ich zum ersten Mal in einem Diesel-Store und es war fragwürdig. Irgendwie war der Vibe richtig komisch. Aber ich wollte so unbedingt mal einen Dieselgürtel haben und ich habe auch einen gefunden. Ich habe uns gerade noch eine Pizza geholt hier aus dem Pizza-Shop, denn unser Apartment ist direkt daneben hier durch diese Tür. Tada! Und meine hungrigen Seelen haben hier auf mich gewartet. Oder ist Ava schon oben? Ja. Ah, mit der Via, okay. Puh. Ist ein bisschen abenteuerlich hier, ne? Muss man schon sagen. Aber oben das Apartment ist echt cool und die Pizza ist auch lecker. Wir sind zurück. Ich sehe richtig zerrobt aus. Der Wind war so schlimm. Teilweise ging mein Pony so hoch. War also jetzt nicht so ideal. Ich weiß noch, meine Friseurin hat mir gesagt, ich wundere, wie lange es dauern wird, bis du deinen Pony hassen wirst. Die Antwort ist 3 Tage. 3 Tage wird es dauern. Heute ist der 3. Tag. Also das Outfit ist richtig cute. Nur richtig unbequem, also werde ich mir jetzt erstmal ein paar Sweatpants anziehen. Ich mache gleich ein Haul, wir haben richtig viel gekauft. Der Diesel war auch richtig nice, da gab es richtig schöne Sachen. Da gab es auch Jean-Unterhosen, so Denim-Unterhosen. Interessant, aber die Musik da war irgendwie so komisch. Nicht wirklich Musik, sondern Geräusche. Besser kann ich das nicht erklären. Ja, also wie gesagt, ich ziehe mich jetzt erstmal bequem an. Wir haben noch eine Pizza mitgenommen. Neben unser so Apartment, Airbnb, ist so ein Pizzaladen. Beste Pizza der Welt. Also werden wir jetzt erstmal Pizza essen, dann mache ich den Haul. Und umgezogen? Ja. Die ist sehr gut und Via, die ist nicht für dich, mein Schatz. Sorry. Bon Appetit, Papa hat seine schon gegessen. Heiß. Ich habe noch zu der Frau gesagt, es reicht, wenn die ein bisschen warm ist, aber die wollte nicht auf mich hören. Wir chillen jetzt erstmal ein bisschen, dann machen wir den Haul. Und schauen, Big Bang. Wir machen jetzt den Haul. Also, wir waren bei 3 Läden. Und zwar Brandy Melville, Diesel, ganz kurz stopp, ich liebe Diesel, ich finde die Sachen von Diesel richtig cute, aber der Laden, der war auch irgendwie richtig komisch aufgebaut, der Vibe war so ganz weird, also die Transition von Brandy Melville und dann zu Diesel war ich so, ich komme immer noch nicht klar, wie komisch diese Musik war, aber wirklich, ich war so, aber die Arbeit drin da war so nice, also schade an die und wir waren dann auch beim Subdued. Ich bin richtig überrascht, dass ich bei Subdued auch eine Jeans mitgenommen habe. Weil normalerweise sind alle Subdued Jeans so unglaublich lang. Und ich bin eine ziemlich normal große Person. Also finde ich das immer richtig komisch und ignoriert, wie schlimm das Zimmer hier aussieht. Ich war viel zu faul aufzuräumen, also setze ich mich so hin. Okay, wir fangen erstmal an mit Brandy. Bevor wir anfangen, wollte ich nur mal sagen, ich bin total überrascht,
wie teuer diese Sachen sind. Ich habe eine Sack von Diesel gekauft und es war teurer als all die Sachen von Brandy. So, jetzt fangen wir wirklich an. Wirklich. Also als erstes so ein Top mit so Herzen. Ich liebe so Tops und es hat Spitzen. Ihr wisst ja, die sehr spitzen. Richtig cute. Als nächstes, ich wollte ein paar mehr so rote Sachen kaufen. Hier, dieses T-Shirt. Und ich finde es richtig cute, darunter so ein Longsleeve anzuziehen. Deswegen auch richtig nice zum Layern. Hier. So eine Jacke. Ist auch richtig bequem und sieht richtig süß aus. Ich habe das auch in, glaube ich, T-Shirt-Version mit so Spitze. Aber ich liebe hier dieses Muster irgendwie. Das hat so Blumen und so Streifen. Richtig cute. Und ich glaube, ich habe auch das Top in Grau. Und noch so ein Top. Ich finde diese Knöpfe richtig cute. Prinzipiell mag ich so Tops mit Knöpfen. Und hier ist auch so ein Bund irgendwie. Finde ich, ist auch richtig nice. Das war's für Brandy. Jetzt Subdued. Ich liebe Subdued. Brandy und Subdued sind so meine Lieblingsplätze, um Sachen zu kaufen. Dieser Pulli. Ich hatte mal so einen ähnlichen Pulli. In Beige, glaube ich, auch von Subdued. Nur der ist mir kaputt gegangen, also finde ich den richtig cute. Und der ist so unglaublich weich. Ich wünschte, ihr könntet das fühlen, weil eigentlich wollte ich vermeiden, Pullis zu kaufen, weil schon bald wieder keine Pullizeit mehr ist, aber der war einfach so süß. Und als nächstes, eigentlich die Hose, die ich gerade anhabe, aber so in Grau. Auch mega bequem. Die ist übrigens von Brandy. Als nächstes noch so ein Top, aber halt so rot gestreift. Ratet mal, was meine Lieblingsfarbe ist. Noch ein rotes Top. Das ist irgendwie so ein bisschen oversized und so off-shoulder. So. Und die Ärmel sind auch irgendwie ein bisschen breiter. Auch richtig cute. So ein graues T-Shirt. Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Skims-Tube. Also richtig cute. Natürlich, wenn man es anzieht, sieht es nicht wirklich aus wie Skims, aber trotzdem richtig nice. Als letztes diese Hose. Eigentlich soll die Low-Waist sein, aber die ist Mid-Rise. Also ich hasse es immer. Oh mein Gott. Also ich war letztens so auf dieser Website Fashion Nova und ich bin allergisch gegen High-Waist-Hosen. Ich hasse High-Waist über alles. Früher habe ich nur High-Rise getragen und dann habe ich mal entschieden, dass ich das einfach gar nicht mag. Und jetzt trage ich nur noch so Mid-Rise oder Low-Waist. Und da war ich halt auf dieser Website, da habe ich nach Low-Rise-Hosen geschaut. Low-Rise. Low-Rise ist normalerweise so hier so. Alles war nur High-Rise. Ich frage mich immer, was Leute denken Low-Rise ist, weil normalerweise ist bedeutet Low-Rise für andere Leute nur Mid-Rise oder High-Rise. Nervt mich halt so. Und die ist so baggy. Ich glaube, ich habe gar nicht mal so viele baggy Jeans, also fand ich die richtig cute. Und jetzt als letztes diese. Also diese Sache wollte ich schon so lange kaufen. Ich finde die ist einfach so cute. Und ich wollte die eigentlich thriften, aber alle Sachen waren halt so irgendwie ein bisschen kaputt, deswegen habe ich einfach das echte gekauft. Die Packung ist richtig cute. Hier so ein Gürtel. Der sieht schon richtig nice aus. Schaut mal. Ich liebe dieses Design so sehr. Ich bin obsessed. Wir können jetzt noch ein bisschen entwerfen. Schaut einfach, was passiert. Es ist so schön, Leute. Wir sind richtig verliebt in Antwerpen, oder? Genau. Eine süße Chocolate Bar gefunden. Ja. Die hast du gestern entdeckt, ne, beim Rumlaufen. Dann haben wir noch einen Record Store gefunden und ihr wisst ja, ich habe ja einen Plattenspieler, also haben wir uns natürlich ein Vinyl mitgenommen. Ich habe gemerkt, dass mein Papa mir so bei die Schulter geschaut hat. Ich habe dann das Album The Head on the Door von The Cure gekauft. Der Bookstore war auch richtig nice. In Antwerpen gab es so viele richtig cute und quirky Geschäfte. Leider. Ja. Das knistert richtig laut. Deins ist noch nicht da. Nee. Und ich muss sagen, ich hatte irgendwie ein bisschen mehr Essen erwartet. Der schaut sehr gut aus, der Burger. Sehr gut. Guten Appetit.
gewuchtet. Ich glaube, du musst den Stock rausnehmen. Oder? Oder? Lass es drin. Lass es drin.